Heute vor 50 Jahren, am 19. Mai 1972, platzierte die Rote Armee-Fraktion RAF 5 Sprengsätze im Hamburger Haus des Axel Springer Verlags. 2 der Sprengsätze detonierten, hier Bilder des Anschlags auf das Hochhaus, bei dem mindestens 17 Menschen verletzt wurden. Der damalige Bundeskanzler Willy Brandt verurteilte den Anschlag auf die Pressefreiheit scharf. Wenige Tage später bekannte sich die Rote Armee-Fraktion um Ulrike Meinhof in einem Brief zu diesem Anschlag. Darüber möchte ich sprechen im Welt jetzt, im Weltstudio, der Weltherausgeber Stefan Aust. Willkommen im Studio, Herr Aust. Diese Vorgänge im Mai 1972 werden Mai-Offensive genannt. Worum ging es der RAF? Was beschreibt das Ganze? Naja, die RAF war ja eigentlich gebildet worden nach der Befreiung von Andreas Baader aus dem Gefängnis. Dann sind die erstmal zu einer militärischen Ausbildung nach Jordanien gefahren, kamen dann zurück und haben sich erstmal mit Geld ausgestattet, indem sie ein paar Banken überfallen haben. Und dann haben sie eine Serie von Anschlägen gemacht, also das, was sie eigentlich in ihrem Konzept Stadtguerilla hatten, vor allem auf amerikanische Einrichtungen in Heidelberg und Frankfurt. Aber dann gab es eben auch einen Anschlag auf das Springerhaus in Hamburg. Und die Ermittlungen haben weitgehend sicher ergeben, dass damals Ulrike Meinhof, die ja im eigentlich im Beruf mal Journalistin gewesen war, ja auch aus Hamburg stammte, dass die mit diesem Anschlag sehr viel zu tun hatte. Warum aber Axel Springer? Warum das Axel Springer Haus? Naja, der Axel Springer Verlag war natürlich ohnehin in der linken Szene bei den Studenten nach dem Attentat auf Rudi Dutschke. Da wurde ja sozusagen gesagt, Bild hat mitgeschossen, weil ja auch der Springer Verlag und die Zeitung des Springer Verlages eine, sagen wir mal, sehr harte Kurs gegen die Studenten gefahren hatten und natürlich hinterher gegen die RAF extra, ganz besonders. Und das, was es manchmal noch so an leichten, sagen wir mal, Sympathiekundgebungen gegeben hat in der Szene und auch ein gewisses Verständnis in manchen Zeitungen, das war da nicht der Fall. Ulrike Meinhof ist tatsächlich, das haben die Ermittlungen ergeben, selbst nach Frankfurt gefahren, zusammen mit 2 anderen, die in Hamburg mit ihr zusammen waren, und hat den harten Kern der RAF, also Baader und Enzlin, wohl dazu gebracht, ihnen grünes Licht zu geben für diesen Anschlag. Ich glaube, es spielt auch psychologisch noch etwas anderes eine Rolle. Ulrike Meinhof hatte auch einen, sagen wir mal, einen gewissen Selbsthass auf sich selbst und auf ihre Tätigkeit als Journalistin. Das merkt man aus der Zeit, in der sie überhaupt in den Untergrund gegangen ist. Und insofern war vielleicht für sie der Springer Verlag auch ein Symbol für den Journalismus an sich, von dem sie sich, sagen wir mal, demonstrativ verabschieden wollte. Und dann war sie eben mitverantwortlich für diese Sprengbomben im Springerhaus, die dann natürlich normale Menschen auch noch getroffen hat. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das Perfide an diesem Anschlag gegen das kapitalistische System, und dafür stand ja die Rote Armee-Fraktion, war ja, dass man Personenschäden bewusst vorsätzlich in Kauf genommen hat. Ja, das haben viele aus der linken Szene damals noch akzeptiert, dass das gegen amerikanische Soldaten waren im Hauptquartier der Amerikaner in Frankfurt und in Heidelberg. Das wurde dann so betrachtet wie ein Teil des Krieges, des Vietnamkrieges. Und auch in der Sympathisantenszene kam das nicht sehr gut an damals. Es gab also heftige Kritik schon an diesem Anschlag damals, weil natürlich viele Leute gesagt haben, der Springer Verlag ist eines und die Positionen sind was anderes. Aber hier sind ja normale Leute. Das waren Setzer und Sekretärinnen und alles mögliche normales Personal sind da getroffen worden. Und aus welchen Gründen nun auch immer, hat sich dann im Prozess viele Jahre später, ganz am Ende des Prozesses, Gudrun Enzlin von diesem Anschlag distanziert. Da hat sie nämlich etwas gesagt, das ist wörtlich protokolliert. Da haben sie sich bekannt zu den Anschlägen auf die Amerikaner in Heidelberg und Frankfurt. Und dann hat sie gesagt, insofern sind wir sicher auch verantwortlich für Aktionen von Kommandos, zum Beispiel gegen das Springer-Hochhaus, deren Konzeption wir nicht zustimmen und die wir in ihrem Ablauf abgelehnt haben. Das war auch oder vielleicht sogar vor allem eine Distanzierung von Ulrike Meinhof, die an diesem Tag nicht im Gerichtssaal war. Und sie ist dann auch nie wieder erschienen im Gerichtssaal. Und wenige Tage später hat sie sich umgebracht, hat sich aufgehängt. Herr Aust,
Zum Schluss muss man natürlich noch mal die Frage stellen, der Verlag selbst, Axel Springer, wie haben die denn reagiert auf das, was da geschehen ist am 19. Mai 2017? Sie haben so darauf reagiert, wie man reagiert, wenn ein Anschlag auf das eigene Haus ausgeübt wird. Sie haben sich natürlich um ihr Personal gekümmert, haben die Sicherheitsvorkehrungen um das Haus massiv erhöht. Die es ja nicht gab, weil Axel Springer einer war, der gesagt hat, das ist auch ein Haus, wo man schauen soll, wie arbeiten wir. Ja, das war wohl so, aber es ist natürlich insgesamt auch sind die Sicherheitsvorkehrungen auf Flughäfen und dergleichen in Deutschland aufgrund der Anschläge der RAF wirklich massiv erhöht worden. Damals konnte man vorher noch ohne durchsucht zu werden in ein Flugzeug steigen. Das war nachher nicht mehr der Fall. Insofern haben diese Anschläge erheblich dazu beigetragen, die Sicherheitsvorkehrungen in dem Land und damit auch zu erhöhen und damit auch die Freiheit ein Stück einzuengen. Davon aus. Dankeschön.